Der Hamburger Hafen ist einmalig. Den gibt es so nirgendwo auf der Welt. Zumindest hätte ich ihn, obwohl ich einigermaßen weit gereist bin, nirgendwo so gesehen. Er ist einmalig, er ist auch überschaubar übrigens. Der ist nicht so riesig groß, dass man die Dimension nicht erfassen kann. Und er liegt in einer zentralen Position. Und hier kann man sich tatsächlich fast fühlen, als ob man einen direkten Meereszugang hätte. Übrigens, die Touristen, die die Rigmarigmas besuchen, fragen dann auch immer, ob hinter der nächsten Flussbiegung da hinten das Meer beginnt. Und wir müssen ihnen dann leider immer sagen, tut uns leid, aber bis zur Nordsee sind es 100 Kilometer. Ne? Aber dieses Feeling mit Möwen und dem Wassergeruch und so, den hat man auch hier an den Landungsbrücken mitten in der Stadt. Der Hafengeburtstag ist das jährliche Event hier in Hamburg mit meistens weit über 1 Million Besuchern, die sich hier nicht nur amüsieren können an der Uferpromenade mit ganz vielen Ständen und da gibt es auch immer noch ein Partnerland, sondern die eben auch ein umfangreiches Wasserprogramm sehen können. Und das unterscheidet den Hafengeburtstag von irgendwelchen Bierfesten in irgendwelchen süddeutschen Städten, die ich jetzt nicht nennen möchte. Wir haben hier eine tolle Einlaufparade und dann sind eben noch viele andere Wasseraktivitäten. Die Parade der kleinen Boote, die Rettungsaktion, die das Landeskommando immer demonstriert, Wasserrettung mit Hubschraubern und so, das Schlepperballett. Also man kann ganz viel auch sehen auf dem Wasser und das zeichnet dieses Fest aus. Wetter spielt ja immer eine große Rolle. Und wir haben ja immer die Eröffnung mit etwa 500 Gästen hier an Bord der Rigmarigmas. Und dann ist das natürlich ganz wichtig, haben wir herrlichen Sonnenschein und tolles Wetter, was in Hamburg ja leider nicht immer garantiert ist. Oder haben wir Regen und Sturm und Wind. Und vor ein paar Jahren, als Olaf Scholz noch Bürgermeister war, hatten wir Letzteres. Es hat geregnet wie aus Kübeln. Und der Bürgermeister kam mit, ohne das Gesicht zu verziehen, im schicken Anzug, auch ohne Regenschirm, kam hier an Bord, hat im strömenden Regen hier die Glocke geschlagen und den Hafengeburtstag eröffnet, eine knappe Bemerkung gemacht nach dem Motto, der Hamburger kennt kein schlechtes Wetter, und ging dann wieder von Bord und war garantiert so nass wie eine Katze. Ich arbeite hier 5 Tage in der Woche, manchmal auch 6 und oft habe ich auch abends noch Termine und muss hier Vorträge halten. Also meine Frau behauptet, ich würde teilweise hier wohnen auf der Rigmarigmas. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich komme jeden Morgen sehr gerne hierher. Das ist einfach vom Ambiente her, behaupte ich mal, der schönste Arbeitsplatz, den man in Hamburg haben kann. Und wenn das nicht so wäre, würde ich das ja nicht so machen. Ich bin ja Pensionär. Ich könnte von meiner Pension mühelos leben. Ich komme freiwillig hierher, weil es hier toll ist.